Fügt man einem Körper Wärme hinzu, so dehnt er sich, woraus wir schließen können, dass die Wärmezufuhr sich zu kinetischer Energie der Teilchen des Körpers verwandelt, die dadurch mehr Platz benötigen. Hier ist ein Metallring und diese Metallkugel passt ganz genau durch diesen Ring. Ich werde diese Metallkugel jetzt erwärmen. Wir stellen fest, die Kugel passt nicht mehr durch den Ring. Also hat sie sich durch dieses Erwärmen gedehnt. Jetzt kühle ich die Kugel wieder ab, indem ich sie hier in kaltes Wasser eintauche. Das dauert jetzt ein wenig, ehe die Kugel wieder abgekühlt ist. Mal schauen, ob es reicht. Ja, jetzt passt die Kugel wieder durch den Ring. Hier ein Schema zu dieser thermischen Ausdehnung von dieser Kugel. Auch Flüssigkeiten dehnen sich, wenn man sie erwärmt. Wenn wir diese Flüssigkeit erwärmen, so dehnt sie sich. Und deshalb steigt die Flüssigkeit in diesem Röhrchen an. Genau das machen wir uns bei Thermometern zunutze. Wenn man diese rote Flüssigkeit erwärmt, es reicht sie in der Hand zu halten, so dehnt sich diese Flüssigkeit und deshalb steigt sie in dieses kleine Glasröhrchen an. Dieses Gefäß enthält nur Luft und ich werde dieses Gefäß jetzt in dieses warme Wasser tauchen und dieses Ende werde ich in dieses kalte Wasser tauchen und wir schauen, was passiert. Wir sehen in diesem Glas mit kaltem Wasser steigen Luftbläschen auf. Das kommt daher, dass die Luft in diesem Gefäß sich durch die Wärmeaufnahme gedehnt hat. Hier das entsprechende Modell von dieser thermischen Ausdehnung eines Gases.